Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen und Genießen. Heute machen wir etwas Süßes für euch. Heute machen wir Topfen-Grießknödel mit Erdbeer-Ragout. Ganz was Feines. Dazu brauchen wir folgende Zutaten, die zeige ich euch gleich. Für die Topfen brauchen wir Topfen natürlich, etwas Grieß, haben wir da, Butter, Vanillezucker, Eier, Semmelbröseln und natürlich den Zucker nicht vergessen und eine Prise Salz. Fangen wir an. Dann habe ich schon 120 Gramm Butter in der Schüssel. Dann brauchen wir ungefähr einen halben Kilo Topfen. Es steht, ihr könnt auch zum Beispiel die Butter mit den Eiern schaumig rühren. Ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Also ich könnte die Butter auch nehmen und in dem Mikro kurz ein bisschen flüssiger machen. Das reicht auch, damit sich die Eier und das Ganze schön verbindet. So, ich habe hier die Butter mit dem Zucker schaumig gerührt. Dann geben wir nach und nach die Eier dazu. Ich werde die ganzen Eier nehmen. Ich nehme meistens immer die ganzen. Also es stehen zwar in den meisten Rezepten nur Eidotter drinnen. Aber ich nehme die ganzen Eier, weil was mache ich mit dem Eiglas? Man muss schon ein bisschen rationell arbeiten. Und ich finde es nicht schlecht. Das passt schon so, wie es ist. Das Ganze tun wir schön verrühren, bis es eine homogene Masse wird. Das verbindet sich nämlich. Das ist schon schaumig. Durch das lasse ich eben das Eiklar drinnen dabei, weil durch das Schlagen schlage ich Luft hinein und wenn Luft drinnen ist, wird das Ganze ein bisschen flauschiger. Seht ihr das? Das wird eine schöne Masse. Eine schöne cremige Masse wird das. Das passt schon so. Und dann gehen wir schlicht und ergreifend den Topfen. Das ist ein Altwiener Speisetopfen, bröselig. Schaut her, so schaut der aus. Warum bröselig? Weil der hat fast keine Flüssigkeit. Das heißt, der ist ziemlich trocken, der Topfen. Das ist auch gut so. Weil dann brauche ich nämlich kein Mehl dazugeben. Weil was macht Mehl mit Ding? Dann wird das Ganze ein bisschen steinhart, würde ich sagen. Oder so Flummis. Dann tun wir ein bisschen zerdrücken, schaut her. Dann schön mit Schneebesen zu einer glatten Masse verrühren. Das ist jetzt schöne glatte Masse. Was man eben mit normalen Topfen, mit einem anderen Topfen nicht hat, eben dass das so eine cremige Masse wird oder so. Eine trockene Masse bleibt, weil meistens der Topfen dann ziemlich viel Wasser hat noch. So, und dann geben wir 200 Gramm Grieß dazu. Ich mache das einmal so, ihr könnt das ja auch so machen, mal nach dem Rezept. Und wenn ihr seht, dass es zu flüssig ist oder dass die Festigkeit nicht passt, dann könnt ihr noch das Ganze ein bisschen erhöhen. Das müsst ihr dann selber rausfinden. Das ist ein Das, was einen Koch oder eine Küche eigentlich ausmacht, das ist die Eigenkreation. Man hat zwar Grundrezepte, aber man sollte dann schon schauen, dass man das auch irgendwie selber dann noch verfeinert, dass das auch passt, weil es hat keinen Sinn, wenn ich sage, ich mache das ein Rezept und das haltet trotzdem nicht. Rezepte sind Grundrezepte. Ich habe noch nie ein Rezept, so guck mal, wie es dort gestanden ist, das hat nie funktioniert. So, das wollen wir schon verrühren. Dann geben wir noch ca. 80 Gramm Bröseln dazu. Bröseln haben denselben Effekt, die quellen auch auf, dadurch wenn die Knödel nicht hart. Ich kann Bröseln. Seht ihr das? Schaut ja, muss man schön verrühren. Und jetzt kann man das verkneten.
Schnitt, das muss man durchkneten. Schöne Masse wird. Jetzt wird schon kompakt. Eben wie gesagt, auch selber schauen, dass so eine schöne halbfeste Masse sein. Das quält nämlich noch auf, das nimmt die Feuchtigkeit noch raus, quält dadurch auf und dadurch werden die schön flaumig. Und der Zucker tut seines dazu. Zucker und Eier verwandeln sich in Wärme und dadurch wird das Ganze, quält das Ganze viel schneller auf. Wenn ihr schon mal Zucker mit Eier stehen lassen habt, habt ihr gesehen, dass die Eier oben so eine dunkelgelbe Schicht kriegen. Das entsteht durch die Wärme, dass praktisch das kocht, kann man sagen. Ne? So, das lassen wir jetzt ungefähr eine Stunde stehen. So, in der Zwischenzeit nochmal das karamellisierte Erdbeerragout. Davon habe ich Erdbeeren aus dem Tiefkühler im letzten Jahr noch. Ich war gestern am Markt, aber die Erdbeeren schmecken noch nach gar nichts. Also das dauert noch, bis die wirklich einen Geschmack haben. Die sind zwar schon schön rot, aber außer rot ist da gar nichts. Gut, wir werden dann den Zucker karamellisieren, die Erdbeeren anschwenken, so ein karamellisiertes Erdbeerragout machen wir dazu. So, wir haben jetzt die Pfanne ziemlich heiß werden lassen. Da geben wir den Zucker hinein. Schön auf den Boden schön verteilen, damit er schön karamellisieren kann. Aufpassen, den Zucker bitte nicht weggehen, weil der verbrennt ziemlich schnell. Wir wollen keinen verbrennten Zucker, wir wollen einen karamellisierten Zucker haben. Dann zeige ich euch das jetzt ungeschnitten von A bis Z, wie schnell das geht. Seht ihr, das wird schon glasig. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, oh ja. Da seht ihr, schon. Löst sich schon auf. Und am besten schauen, dass er ganz flüssig wird. So, jawohl, kommt schon an. Nachdem ich jetzt gerade ein bisschen Zeit habe, fällt mir gerade ein. Ich möchte mich recht herzlich bedanken mal für das Kommentar beim letzten Video. Es ist mein Ziel, dass ich euch das so genau und so gut wie möglich erkläre. Es ist zwar manchmal ein bisschen eine Schlotterei, weil ich oft dann selber nicht weiß, was ich sagen soll oder wie ich es da drunter bringen soll. Aber ich hoffe, es ist verständlich und es macht euch Spaß, meine Videos zu sehen. Ich würde mir wünschen, dass ich mehr Kommentare kriege. Habe ich eh schon öfters gesagt, nur öfter in die Videos. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Abo wäre nicht schlecht. So, schaut her, das karamellisiert schon. Dann schalten wir da ein bisschen zurück. Sonst verbrennt uns das Ganze. Wir wollen schauen, dass die ganzen Zuckerwürfeln da, was da sind, dass sich das alles auflöst. Jetzt wird alles flüssig und so eine karamellbraune Farbe kriegt das und das soll nicht schwarz werden. Also bitte schaut mal drauf, weil sonst wird das bitter und das ist dann grausig. So. Und ich koche nicht so wie mein Restaurant oder was kocht, so Ding, so schickimicki, sondern ich will so kochen, dass jeder zu Hause nachkochen kann. Also mit einfachen Mitteln, einfachen Methoden. Nichts Überschwängliches. Ich habe zum Beispiel hier Orangensaft. Mit dem löschen wir das Ganze jetzt ab. So. Und ihr werdet jetzt das sehen, das wird eine Platte, aber die löst sich auf. Also das lasst ihr mal so. Jetzt ist das karamellisiert, das ist das Karamell. Und das löst sich. Wenn das aufkocht, ist das dann flüssig. Und dann kommen die Erdbeeren dazu.
Wie gesagt, das macht mir sehr viel Spaß für euch zu kochen und auch für meine Familie. Die merken das auch immer, denn schmeckt das immer. Das ist halt nam, lecker, die Kleine überhaupt. Die sowieso ein bisschen heikel ist, also bei der weiß man nicht, was man wirklich kochen soll. Gut, aber das ist, wer Kinder hat, weiß das, wie das funktioniert. So, nachdem wir ja haben wollen, dass die Erdbeeren ganz bleiben, wir wollen ja ein karamellisiertes Erdbeer-Ragout haben, können wir die Flüssigkeit mit etwas mehr Zehner abziehen. Das heißt, dass ein bisschen Bindung da ist. Damit das nicht am Teller davon schwimmt. So, schaut her. Aber nicht mit Mehl, sondern mit Maizena, weil Maizena ist durchsichtig. Also das heißt, die Farbe, die graue Farbe, was ihr da jetzt seht, löst sich wieder auf. Das Ganze wird durchsichtig. Schaut her. So schaut es aus. Jetzt kann man schon die Erdbeeren dazu. Wie gesagt, die lassen wir ganz. Das ist eine schöne Erdbeeren aus dem Garten von letzten Jahr. Aber dieses Jahr, die, was wir beim Baumarkt gesehen haben, das war uns dunkelrot und schön, aber geschmacklos und keinen Saft, kein gar nichts. Ich weiß nicht, wie die. Seht ihr, wie schön das glänzt? Seht ihr das? Genau so soll das sein. Die lassen wir jetzt so. Probieren. Also ich mache kein Erdbeermus, sondern ich lasse die Erdbeeren so, wie sie sind. Nam. Da werden sie schmatzig. Das schmeckt sowas von lecker. So. Und die Erdbeeren lassen wir da jetzt schön in den Saft ziehen. Die können wir schon abdrehen, das reicht. So, und dann stellen wir gleich Wasser auf. Für die Knödel können wir dann auch bald einmal machen. So, das Wasser steht. Ups, falsche Platte aufgehört. Und jetzt machen wir, was passt am besten zu Knödeln? Zuckerbröseln. So, da stellen wir die Erdbeeren weg. Das machen wir da hinten, weil da war die größere Platte. Die Erdbeeren sind ja fertig. Das können wir da gleich darüber stellen. Dazu brauchen wir eine Pfanne. Seht ihr das? Dann tauschen wir das um, machen wir das so, weil da nach hinten komme ich mit der Kamera nicht. So, eine Pfanne. Dann ungefähr 250 Gramm Butter, das ist das schon das Stück, was ich da noch habe. Das ist eine richtige Zuckerbombe. Also das ist. Man kann zum Beispiel auch die Topfen-Christknödeln mit Vanilleeis geben und Erdbeersoße. Das ist auch eine Möglichkeit. Schmeckt auch sehr lecker. Es gibt eben verschiedene Variationen, das kann man sich abhalten, wie man will. Ich mache es heute eben mit Erdbeer-Ragout. Da ist irgendwo ein Flanker reingefallen. So. Nichts Schlimmes. Das wird gut schön zergehen. Wichtig ist auch bei den Bröseln, die rösten noch nach, gell? Müsst ihr da auch aufpassen, dass keine schwarzen Bröseln seht. Das ist zum Beispiel auch keine gute Idee. Mal so reinbleiben, mal jetzt so. So, was jetzt her? Mal warten. Meine Frau mag gern flüssige Brösel haben auch. Ich esse Natur auch. Man kann es zum Beispiel Natur auch lassen, das wäre auch kein Thema. Das geht auch. Bei mir machen Zuckerbrösel dazu. So, schaut her, das geht schön. Und wenn nach Möglichkeit mit einem flachen Schaber schön rösten. Die Knödel brauchen dann im Wasser ungefähr 20 Minuten. Wir machen schöne kleine Knödel, dass das schön appetitlich ausschaut. Ich 5-6 Knödel auf einen Teller geben, aber das schaut dann schön aus, wenn ich so einen riesen Knödel da drauf habe. Das passt, das schaut auch nicht schön aus. Ne? Seht ihr das? Schön rös.
Und dann auch noch etwas Zucker dazu. Ja, passt. Ich habe jetzt angefangen auf meiner Homepage auf www.joachim.joachim.pr1.com habe ich über Einmachen, Einkochen und so fange ich jetzt an zu schreiben. Letztes Monat habe ich ja geschrieben über die Pasteten. Da kommt dann auch noch irgendwas, da mache ich dann auch noch was. Da sehe ich auch, wie man sowas herstellen kann, wie man Pastetenteig herstellen kann. Das kommt alles noch. Ich bin gerade am Erarbeiten, wie ich das am besten bewerkstelligen will. Dass es auch verständlich rüberkommt. Ich meine, ich weiß schon, ich kann das schon machen. Und ich will es auch so haben, dass ich es euch erklären kann, wie das geht und auf was man achten muss. So, schaut's her, das passt. Das ist schön goldgelb jetzt. Das ist jetzt, das röstet noch nach. Also das drehen wir jetzt ab. Und sonst haben wir schwarze Bröseln. Das wollen wir nicht. So, passt. Stellen wir da hinten hin. Können wir das Wasser wieder danach vorziehen und drehen wir die eine Flamme ab. Energiesparen ist auch wichtig. Nachhaltig arbeiten, nach Möglichkeit. So, schaut's her. Das Wasser unbedingt salzen. Wenn das Wasser kocht, dann machen wir schon die Knödel. So, das Wasser kocht. Dann schauen wir mal die Knödel langsam einkochen werden. Schöne kleine Knödel. Die Größe könnt ihr machen, je nachdem zwischen 15 und 20 Minuten in siedendem Wasser leicht köcheln lassen. Also nicht, sie soll nicht kochen wie die Wäsche, dann lösen sie sich auf. Aber so, schöne Knödel machen, Schatz, ja. Rein. Wichtig ist mal, dass man bei solchen Sachen, bei den Topfenmühlen zum Beispiel, kein Mehl verwenden muss. Weil, wie ich schon gesagt habe, das werden dann wie Steine. Weil Mehl verklebt alles. Bröseln, Grieß, nimmt Wasser auf und quellt auf. Das heißt, das Ganze wird flauschiger und größer. Jetzt dann gleich sehen, ich lasse dann einknödeln, ein rohes extra, und dann seht ihr, wie groß die, dass die mal ein Drittel größer waren sind, im Gegensatz zu der Rohmasse. Zum Beispiel wichtig ist auch immer so ein bisschen den Topf schütteln, damit sich die Knödel vom Boden lösen. Weil es kann nicht passieren, dass sich die Knödel am Boden anpicken. Man soll bitte nicht mit dem Kochlöffel umrühren, weil dann macht man Gatsch. Und wichtig ist, dass die Hände immer ein bisschen feucht sind. Ihr könnt zum Beispiel Knödel auch schon vordrehen, das wäre nicht das Thema. Also das kann jeder halten, wie er will. Ich mache es halt so. Wie gesagt, es kommen jetzt sehr viele Sachen von mir auch auf der Homepage. Jeden zweiten, dritten Tag was Neues. Eben jetzt kommt der ganze Obst und Gemüse, wird schon langsam reif, das heimische. Wie kann ich das haltbar machen? Wie kann ich was einlegen? Wie mache ich das am besten? Ich kann zum Beispiel auch Soßen in Gläser abfüllen. Wie entsteht Vakuum in die Gläser? Das möchte ich euch alles zeigen. Habt ihr auch teilweise auf Video und eben
in meine Beiträge auf meiner Homepage, in meine Blogs. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Mir macht das irrsinnig viel Spaß. Also ich sehe das als großes Hobby von mir. Kochen war schon immer mein. Das habe ich als Kind schon gehabt. Meiner Mama in die Kochtöpfe geschaut habe. Meine Tante hat in der Steiermark, wo ich aufgewachsen bin, eine Jausenstation gehabt. Da habe ich auch auf das, weil ich dürfen auch schon Kellner spielen. Das habe ich auch gemacht. Steht aber alles über mich. Auf meiner Homepage auch zum Nachlesen. Also, ich bin sozusagen Gastronomie geschädigt. So, wenn wir das dann haben, dann warten wir bis fertig sind und dann können wir schon anrichten. So, dann geht's an anrichten. Da haben wir das Erdbeerragu. Schau, da haben wir schön am Rand. Eine Erdbeere. Und ihr wundert. Zweite Erdbeere. Und ihr wundert euch, warum noch mehr Hände da sind? Weil ich das bin. 4, 5. So, ein bisschen Saft noch. Mal dann über den Müll noch drüber geben. Ja. Damit es so köstlich schmeckt. Köstlich. Für mich und dann viele. Kann ich dann viele essen auf meine Teller? 1, 2 viele, ne? So, schaut her, dass wir schön so rollen. Ja. Hat heiß. Dann können wir die. Entschuldigung. Ah, die sind schon flauschig. Die setzen wir dann in die Mitte rein. Also, ich fasse sie sicher nicht an. So, schaut her. Und da geben wir dann noch ein bisschen Erdbeersaft. Zucker. Ja, und ein bisschen auf den Erdbeeren gelandet. Bei mir aber bitte kein Staubzucker. Kein Staubzucker. Und dann können wir da noch. Doch, Staubzucker. Ein bisschen Erdbeersauce drüber werfen. Bei mir genau so. Aber viel mehr Erdbeeren. Wenn ihr habt, könnt ihr auch noch Minze drauf geben, um zu garnieren. Wenn aber nach Minze schmeckt. Man soll es nicht übertreiben. Es schmeckt sehr gut. Schaut sehr gut aus. Mhm. Und es wird auch sicher gut schmecken. Ja. Entschuldigung, dass ich übertreibe. Aber tschüss. Okay, ich wünsche euch gutes Gelingen, schönes Wochenende, schönen Feiertag noch. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.